So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Call of Duty Black Ops 2 Live-Commentary. Meine Güte, fast gefailt. Ja, wie ihr seht, spiele ich jetzt das allererste Mal Black Ops 2 für YouTube. Ich habe das ganze Spiel schon mal gespielt. Das seht ihr hier. Ich bin mittlerweile Rang 49. Ja, mein Emblem ist eine tolle Deutschlandfahne. So, ja, klasse. Ich kann euch immer die Klasse zeigen, mit der ich spielen werde. Ich werde mit dieser hier spielen. Mit der PDW 57, mit der Wildcard Extra 1 Gear, somit mit dem Extra 1 Blinder Überwacher und Leichtgewicht, Extra 2 ist kaltblütig, Extra 3 Gewandtheit, Primärgranate Semtex, Taktik, eine Schockladung, ohne Sekundärwaffe. Dafür haben wir die Aufsätze auf der PDW. Schnellzielgriff und die Laser und den Lasermarkierer. So, wir schauen mal kurz, was habe ich denn freigeschaltet? Ein neues Sturmgewehr. Aha, interessant. Einen neuen Aufsatz. So. Und eine neue Sekundärwaffe. Was haben wir da? Spezial Ballistic Knife. Aha. Interessant. Okay. So, ich würde sagen, dann starten wir mal das Spiel. Wir spielen mal eine Runde Abschuss bestätigt. Ein bisschen kreativer als Team Deathmatch. Daher, warum nicht? Knapp 500.000 Spieler online im Moment. Mein persönlicher Rekord, so viel habe ich noch nicht online gesehen. Bei 1 Million mache ich einen Freudesprung. Ja, Cargo, eine super tolle Map. Nee, irgendwie nicht. Also die Maps von Black Ops 2 sind ziemlich bescheiden. Okay, hier sind wir schon im Spiel. Keine Angst, Texturen werden noch geladen. Und mein erster Kill. Freut mich. Also wie gesagt, ich war noch nie in Prestige, habe somit auch noch nie alle Waffen freigeschaltet. Möchte somit auch nicht behaupten, dass ich ein Pro bin oder so, aber halbwegs etwas reißen kann ich dann schließlich doch. Gott sei Dank, hoffentlich. Wie auch immer man es sehen möchte. Also ein Pro bin ich auf jeden Fall nicht in dem Spiel. Seht ihr, ich werde sogar von einer Einschusswaffe geownt. Aber trotzdem, ja. Ich habe halt Erfahrung in Call of Duty, ich sag's mal so. Ganz bescheiden. Ja, das war fail. Das war richtig fail. Ich wollte hier ursprünglich mein neues Headset ausprobieren, das verschiebe ich mal auf ein anderes Video. Ich war mir zu unsicher wegen der Lautstärke. Das mache ich mal irgendwann, ohne das hochzuladen. Dafür jetzt ein Video hochzuladen lohnt sich nicht. Ich nehme einfach mal eine Runde Black Ops 2 zum Beispiel auf und entscheide dann, ob die Soundqualität gut genug ist für YouTube oder halt nicht. Dann nehme ich weiter das Headset, das ich jetzt benutze. Ja, schön. Da hat ein Feind eine Granate reingeworfen. Aber okay. Soll uns mal nicht stören. Hä? Den habe ich aber übelst angefrackt, oder? Eigentlich ja schon. Okay. Ja, ich spiele übrigens ohne Schalldämpfer. Ich finde, Schalldämpfer zieht mir zu viel an der Stärke von der Waffe. Spiele ich lieber ohne Schalldämpfer, macht dafür aber deutlich mehr Schaden. Ob sich das ändert, weiß ich nicht. Vielleicht seht ihr mich im nächsten Video schon mit dem Schalldämpfer rumlaufen. Aber im Moment halt eher nicht. Nachladen wäre gar nicht so notwendig gewesen. Oh, ich bin so dumm. Ich hätte den einen noch töten können, aber ich hatte schon die Granate draußen. Okay, nachladen wäre jetzt gerade gar nicht so dringend nötig gewesen. Okay, der ist nämlich reingelaufen. Ist auch schön. Also ihr seht das schon, hier braucht man eigentlich nicht viel zu zentrieren oder zu aimen. Es ist generell eigentlich nur ein aus der Hüfte geballer. Na. Okay, da hat er ganz taktisch gekämpft, wusste, dass ich komme. Hat schon hingehalten. Okay. Gut gemacht. Okay, das war jetzt extrem durch den Container durch. Gehen wir mal hier lang. Aber wie gesagt, die Maps habe ich halbwegs drauf. Ich kann die Maps, aber ja, ich finde die Maps sind halt komisch, ziemlich verwinkelt. Viele Möglichkeiten zu campen. Zu campen. Aber generell hält sich das von dem Campen ja eigentlich im Ganzen der Waage. Ist nicht so schlimm mit dem Campen, wie es in MW3 zum Beispiel war, finde ich. Maps, finde ich, sind vergleichbar.
fehlerhaft wie in MW3, also zu viele Gebäude beispielsweise. Zum Beispiel hier auf der Map sind es keine Gebäude, Gottes Willen, aber es sind Container. Vielleicht sehen das manche als Gebäude. Nein, Spaß. Nein, ja. Gibt halt auch andere Maps wie Slums oder sowas, da sind. Slums ist auch ein schlechtes Beispiel. Ich weiß nicht, wie die Map heißt. Ich denke gerade drüber nach. Es gibt eine Map, da sind nur Gebäude überall. Da besteht eigentlich die ganze Map nur aus Gebäuden. Und da dann wirklich camperfrei einmal quer durch die Map zu kommen, das ist. Da kann man schon stolz auf sich sein oder beziehungsweise auf sein Glück, wenn man das schafft, weil. Ja. Sehr camperfreundlich die Maps. Ernsthaft. Und dementsprechend fällt das dann natürlich auch so. 10-9. Naja. Generell halt, wie gesagt, ziemlich camperfreundlich. Fragt mich nicht, warum die die Maps so designt haben, ob da was in die Hose gegangen ist oder so. Kann ich euch so nicht sagen. Aber wie gesagt, lässt sich halt eigentlich gut spielen. Hier haben wir mal eine Drohne. Also, könnte schlimmer sein, siehe MW3. Oh, ein Hunter-Killer. Ich nenne das immer Papierflieger. Fragt mich nicht, warum. Ja, in einem Typ mit einer Weste rein. War auch mal wieder klar. Wir haben nur eine Sprengstoffgranate. Keine taktische Granate mehr. Blutrünstig, okay. Okay, jetzt möchte ich aber gerne auch noch. Nein! Oh, wir haben den Blitzschlag. Wir haben den Blitzschlag, sehr schön. Ist vergleichbar mit dem Napalm-Angriff aus Black Ops 1. Nur ein Kill. Also auch schlecht. Vergleichbar mit dem Napalm-Angriff, man legt halt 3 Punkte fest. Dahin wird das dann geliefert. Also, ne, eher Mörser. Sagen wir mal eher ein Mörser. Vergleichbar mit dem Mörser. Okay, den hat's erledigt. Fernlenkladung unterwegs. Aber generell macht mir Black Ops bis jetzt noch sehr viel Spaß. Ich überlege gerade, sollen wir eine Runde oder zwei Runden aufnehmen? Bäp. Na. 17-12 ist in Ordnung. Wie gesagt, ich war auch noch nicht im Prestige. War ich jetzt 10 Tage bei meiner Freundin war. Wunderschön. Die 10 schönsten Tage meines Lebens, Leute. Dafür solltet ihr mich beneiden. Habe ich auch nicht weiter Call of Duty gespielt. Logisch. Ja. Dementsprechend hält sich mein Levelaufstieg in den letzten 10 Tagen natürlich auch in Grenzen. Ja, bis gar nicht. Ich bin halt gar nicht mehr aufgestiegen, ist ja klar. Na. Und was mir auch auffällt, wenn ihr mal drauf achtet, das habe ich auch schon mal, ich habe letztens vor kurzem noch mit einem Freund zusammengespielt, waren wir um eine Xbox Live Party, haben wir miteinander geredet, normal. Und achtet mal unten links auf die Kills, die werden hier unten links angezeigt. Es werden beinahe bis ausschließlich MPs benutzt. Meine Güte, war eine schwere Geburt. Ihr seht das, es werden beinahe nur MPs benutzt. Fragt mich nicht warum. Also fragt mich ruhig warum, ich kann es euch nämlich sagen. Weil MPs in dem Spiel einfach überpowered sind. Man hat mit einer MP im Vergleich zum Sturmgewehr meiner Meinung nach nicht so die große Chance. Verhältnismäßig schlecht gepowert im Vergleich zueinander. Abschuss bestätigt. Wir sind in Front. Aber okay. Panzerkillerdrohne eingesetzt. Okay, wir führen. Fernlenkladung unterwegs. Abschuss bestätigt. Uiuiui. Drohne erwartet Befehle. Ja, sehr schön. Zielparameter erfüllt. 23-14, jetzt nicht so die super Runde, aber ist ganz in Ordnung. Oh, sogar mein Last Kill.
Naja, war ja eine ganz ordentliche Runde, beinahe ein 2,0. Tut mir leid. Beinahe 2,0, was rede ich? Nein, da waren wir weit von weg. Okay, Schnellfeuer freigeschaltet, das freut mich. Okay. Sollen wir mal Schnellfeuer draufpacken oder nicht? Wir können die Klasse mal kopieren. Auf die letzte, auf Eigen 5, genau. Packen wir jetzt einfach mal statt den. Ja, wobei, ich frage mich, was macht Schnellfeuer? Reichweite, Präzision runter. Griff erhöht Präzision. Dann machen wir mal. Präzision, Präzision. Würde ich sagen, machen wir mal statt dem Markierer Schnellfeuer drauf. Nur mal so Interesse halber, mal gucken, wie gut die damit ist. Ich bin ja kein Freund von Schnellfeuer, habe ich auch in Black Ops 1 nie benutzt, aber vielleicht ist es hier wirklich so toll. Dann würde ich sagen, Leute, teile ich das aber in zwei Videos, weil, wie gesagt, jedes Video soll eine Runde sein. Dann sehen wir uns in 5, wenn ihr möchtet. Ja, auf Hijacked, Abschluss bestätigt, beim nächsten Video. Wieder. Bis dann, Leute. Meine Güte.